Der Blick Live Talk vom Genfer Automobilsalon wird präsentiert vom neuen Mazda 3. Ich habe extra Leder für Sie angezogen, aber ausser zwei hat niemand von euch Leder an. Ich Lederjacke, Lederhose. Wo sind eure Lederteile? Vielleicht Unterwäsche. Okay, ja. Könntest du vielleicht etwas aufblitzen? Komm, mach schnell. Soll ich mal schauen? Komm, wir gehen schnell raus. Komm. Okay, das wäre eine Schlagzeile. Wer von den Jungs trägt Lederunterwäsche? Wenn überhaupt, vielleicht habt ihr ja kein Ja. Ja, so genau willst du es nicht wissen. Nein. Hey, ihr habt zwei Premieren. A, als Show-Act überhaupt bei den Swiss Music Awards, jetzt am Freitag. Und dann könnt ihr noch das neue, nein, die Single könnt ihr noch vorstellen. Feel What I Feel. Genau, und das alles in einmal. Nein, ist für uns super. Wie gesagt, ist die erste Single von der Platte Bang, die rauskommt am 4. April 2014. Also Moment, das musst du jetzt in die Kamera sagen, okay. Mit einem Werbeslogan. Ja, das ist ja so. Also wir haben die erste Single-Auskopplung, Feel What I Feel, von der Platte Bang, die am 4. April rauskommt. Und ja, ich denke, das ist mehr als ein Zückerli. Das ist schon eine rechte Portion Zucker, die da kommt. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ja. Ich hoffe, ihr rocken dort richtig ab. Habt ihr schon, wisst ihr, wer dort nominiert ist? Habt ihr schon irgendwelche Favoriten? Also wir haben ein bisschen geschaut, wer so ansteht. Aber ein Favorit in dem Sinn, lassen wir uns überraschen. Mal schauen. Jetzt muss ich etwas den Nick fragen. Nick, kannst du in der Zwischenzeit Schweizerdeutsch? Hold on, I translated. Really. She asked actually if you can speak Swiss German. Well, he understood it. Yeah, I understood that, but no, not really. No. Why still not? Well, I'm sort of, yeah, I do this. That way I can, you know, it makes more sense. Okay, good this way. I don't know, between Italian, Swiss German and you know, us speaking in English all the time and touring around the world, it's hard to pick one to learn, you know, a new one. But you had a girlfriend and she was Swiss. Yes, but she spoke very good English. Yeah, what happened? I've read that you are single. Yeah. Why? What you know, things happen. It's life, you know. Also zum mal klarstellen, wer, damit überhaupt Fans, die weiblichen Fans rauskommen, wer von euch hat eine Freundin? Aufstrecken. Wer von euch ist Single? Aufstrecken. Ja, wir würden die erste okay. Single präsentieren. Wer von euch ist, hat einen Freund? Okay, auch nicht. Wer von euch ist verheiratet? Okay, was ist mit dem Rest? Ja. Ja. Nein, also. Freundin, who knows? Okay, das schwebt noch in der Luft. Er ist noch in der traurigen Phase. I'm sorry for that. I'm not making jokes. I'm sorry for sowieso that. Sowieso ist immer ein Sänger, der am meisten die alle Frauen schaut. Oder? Von dem her spielt nicht eine große Rolle, wenn wir Karotten oder Freundinnen haben. Das ist einfach, the question goes to him. Special situation. Jetzt müssen wir aber schon noch wissen, wer hat von euch schon Kind? Nicht, dass ich wüsste. Ihr auch nicht? Ich meinst du nicht, es wird langsam Zeit? Jetzt ist doch die beste Zeit, ihr seid erfolgreich, ihr habt das neue Album rausgebracht, ihr geht auf Tournee und dann wäre es wirklich mal Zeit, geile Jungs oder Mädchen auf die Welt zu bringen, die eure Fußstapfen treffen, so richtige Rocker-Kids. Also das ist eine von unseren liebsten Fragen, oder? Ja. So am Familientisch, so, das ist immer... Wäre es nicht etwa noch? Genau, sei doch langsam, oder wie alt bist du jetzt schon? Gerne, genau. Das Kind und du, der Mick Jagger ist auch noch mit 60, 70 Jahren geboren. Genau. Wir sind immer noch potent, gell? Also das geht ja schon noch ein Zeitchen. Also. Das haben wir noch etwa 30 Jahre Zeit, oder? Wenn der Jagger irgendwie 66 Vater geworden ist. Ja, wir haben noch 30 Jahre Zeit. So, jetzt werden wir ernst. Redet, mach noch ein bisschen Werbung oder erzähl mir ein bisschen mehr über die kommende Tournee, die ihr machen wollt. Okay. Momentan sind ein paar Festivals, die diesen Sommer geben, oder? Schweiz und Schweden, Tschechien, Rumänien, Bulgarien. So. Wann in der Schweiz und wo? Wann in der Schweiz? Also 21. Juni in Hinwil. Mhm. Und alle anderen Daten auf unserer Homepage, Facebook oder Website, kann man alles sehen. So, und zum Schluss noch ein paar Autofragen. Wie viele Kilometer im Jahr fahren Sie? Mit dem Auto oder allgemein? Mit dem Auto. Sagen wir etwa 30'000. Schon etwa, selber. Gell? Dann, wenn wir reden von allen Kilometern, die auf genau. Der Tour machen, ist es ein bisschen
Unzahlbar. Unrechnung. Bevor ich es vergesse, von wegen Festival und Konzert, wir haben im Zürich Volkshaus unsere Plattenpräsentation, wo wir auch noch Stündchen werden spielen. Oder? Stimmt das? Wann ist das? 11. 11. April. Sehr gut. Okay. Für deine Geburtstag, oder? Nicht ganz. Genau in der Mitte des Jahres, 30. Juni. Wir sind 20. Yeah! Nein, aber das ist gut für die Fans, die auch Blick.ch schauen. Und noch zwei letzte Fragen zum Thema Auto. Würdest du ihm dein Auto auslehnen? Ja. Und umgekehrt? Selbstverständlich. Kein Problem. Nein, nein, absolut. Okay, das heisst, dein Fahrstil ist? Chef. Danke vielmals, dass ihr wieder dabei seid. Das ist schön, immer wieder mit euch. Viel Spass noch am Autosalon Genf. Das wäre es von uns gewesen. Und jetzt Ihnen viel Spass beim nächsten Tag.